Ja, und die besten Trialbiker der Welt, also BMX und Mountainbiker, die haben dann versucht, einen neuen Weltrekord im Hochsprung aufzustellen. Ja, unglücklicherweise hat es mit dem Weltrekord nicht ganz geklappt, aber trotzdem wurden 1,23 Meter geschafft. Eieiei. Und immer das gleiche Spielchen, erst das Vorderrad hoch, dann das Hinterrad und dann ab über die Steine. Jawohl, 1,23 Meter Heidi Witzka. Dann ging es in eine andere Disziplin, und zwar das Hüpfen auf eine vertikale Stufe. Hier sehen wir es. Und die war dann bis zu 1,75 Meter hoch. Und hier war es Andy Navrade, der den Sieg holte. Vor seinem Teamkollegen, vor Marco Grossenegg. Die Resultate noch einmal ohne Detail. Ihr seht, hier ist Marco Hössl auf Rang 3 am Ende.